Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Schachcomputer-Video. Heute lasse ich die beiden Geräte mal 10 Minuten gegeneinander spielen, weil ich gehe mal davon aus, dass der MM4 taktisch nicht so schlagkräftig ist auf niedrigen Bedenkzeiten. Generell ist das Programm ja gar nicht so schlecht, weil ich habe mal gelesen, auf 16 MHz spielt das sogar besser wie der Roma. Ja, da waren so Turniere, da hat er besser abgeschnitten als der Roma. Soll ich ihn jetzt schwarz geben, weil er gestern schwarz hatte? Ja, mache ich mal. D4. D7, D5. Springer G1, F3. Den habe ich damals auch gemacht, um E5 zu vermeiden, also C4, E5. Das minimiert so ein bisschen die Eröffnungsbibliothek, die man braucht. Dann Läufer F4. Jetzt ernsthaft? Der MM5 haut den MM4 aus der Eröffnungsbibliothek mit, was ist da drittens? Drittens Läufer F4. Springer C6. Naja, so, da wird natürlich er auch rausgehauen. Ich vermute mal, erwartet hatte er Läufer F5. Normalerweise ist das nicht so... Ich weiß nicht, ob das nicht gut ist, es ist ja spielbar, aber es blockiert den C-Bauern. Das ist der Nachteil. Man kann mit Schwarz da nicht mal C5 spielen, während Weiß hier natürlich noch C4 spielen kann. Springer H5. Ja, der will den Läufer haben. Normal ist diese Art von Spiel nicht. Wenn ich das so sehen würde, würde ich eher sagen, das ist ein Anfänger. Er spielt jetzt Läufer E5, um den Doppelbauern zu vermeiden. Obwohl ich nicht finde, dass der Doppelbau jetzt so eine extreme Schwäche ist. Vielleicht sogar mit dem Bauern nehmen. Ja gut, kommt einfach G6. Das schafft ein Springer auch wieder Felder. Ich hatte erst überlegt, mit dem Bauern nehmen, damit der Springer keine Felder hat. Und zurück. Wenn man das so sehen würde, würde man eher meinen, das ist eine Partie eines Anfängers. Ich hoffe mal, dass sie ja auch ein bisschen mehr Bedenkzeit verbrauchen. Weil letztes Mal, oder bei 5 Minuten Blitzpartien, da habe ich das Gefühl, dass die ja die ersten 20, 30 Züge in 30 Sekunden spielen. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Um dann bei einer verlorenen Stellung zu stehen und dann 4 Minuten 30 zu haben, um eine verlorene Stellung zu verlieren. So nach dem Motto. Läufer B4 Schach. Springer D2 möchte diesen Doppelbauer nicht. Obwohl das eigentlich gar nicht so, ich weiß nicht, ob das so schwach ist. Man kriegt ja die B-Linie dafür und der Bauer wird eh irgendwann aufgelöst. Also das ist jetzt nicht so, da kann er nicht weglaufen, D5. Also zur Not könnte man auf D5 dann wegnehmen, dann ist es kein Doppelbauer mehr. Rochade. Ich kann einmal den defekten Läufer wegnehmen. Hier überlegen die auch mal über die Stellung und ziehen nicht hier in den Sekundentakt. Rochade. Läufer D7. Eine Überlegung wäre hier natürlich auch, ja gut, da kommt natürlich Springer C6. Also momentan ist es eh nicht möglich, B6 zu ziehen. A3. Bin ich mal gespannt, ob ein... Naja, nämlich Läufer E7. Eigentlich Quatsch. Ja gut, sonst kommt aber C5. Dann kommt Läufer E7, also Läufer D6, C5. Dame B3. B6. MM4 spielt mir immer noch sehr schnell. Was kann man zu der Stellung sagen? Mir fällt da nichts zu ein. Mir gefällt die schwarze Stellung auch nicht. Mit den Läufern. Hm.
Ja, und das, ich weiß nicht, ob. Das wirklich so erforderlich ist, jetzt den Läufer rauszunehmen mit dem Springer. Bleibt wieder auf F14, obwohl, glaube ich nicht. Die Dame schlägt D7. Springer F3. Ach, der nächste Springer soll auf E5 auftauchen. Der F-Springer. C5. Springer E5. Dame nach D6. Turm nach C1. Mir hat der Zustand des Computers gefallen, weil das stand Sammlermäßig. Sammlerzustand oder was. Der hat sogar anderes Filz drunter gemacht. Ich kann aber nicht genau erkennen, ich vermute mal, dass der über das Filz nochmal Filz gemacht hat. Weil ich meine, man kann erahnen, dass dieses grüne Filz da drunter ist. Unter den Figuren. Springer E4. Ich hätte ja vermutet Springer D7. Aber Springer E4? Ich habe gestern so eine Partie gesehen, als Video von von so einem Turnier. Das war interessant. Der hat auf F7 mit dem Läufer reingeschlagen. Und Königin verlor und Turm nimmt, also König beiseite verlor und Turm. Das war so ein Königsangriff. Das war wirklich interessant zu sehen. Obwohl nicht mal ganz so viele Figuren auf dem Brett waren. Weil auf F7, Läufer C4 steht F7 und sowohl König als Turm konnten nehmen. Da muss man dann wirklich den Hang zum Angriff haben. Wenn man da eher so Positionsspieler ist. F6, okay. Springer G4. H5, der ist weg. Okay. Aber ja, auf C5 wird er auch nicht nehmen können. Jetzt hat er einfach eine Figur weniger. Oder übersehe ich da irgendwas? Irgendwelche spitzenmäßigen Tricks. C5 schlägt. Weil das gibt dem Springer doch auch keine Felder. Springer F6 schlägt. Okay. Bauer F6 schlägt. Dame C2. Den muss er wohl mit F5 decken. Ja, vielleicht ist der Plan ja König. Ja, planen die ja wirklich was. König F7 und dann den Turm auf die Linie. Dame E2. Ah. Na gut, bei F5 wäre auch Dame E2 gekommen. Wäre aber auch schlecht deckbar gewesen. Oder vielleicht Dame E8 jetzt und dann Dame G6. Dame E8. Turm D4. Er kann ja zur Not immer noch F5 spielen, um ihn zu decken. Genau, macht er jetzt auch. Turm D1. Das ist ja nicht immer so eine einfache Sache. Das kommt ja auch darauf an, wie die Figuren stehen. Aber ja, es ist eine Mehrfigur. 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6. Er hat nur, sogar nur einen Bauern dafür. Nicht zwei. F3. Schwarz will jetzt natürlich Figuren tauschen. Er hat ja die Figur mehr. Da tauscht man eigentlich alles ab. F3 schlägt.
Was für mich jetzt weniger spannend wäre, wäre meinetwegen MM5 gegen MM5 spielen lassen. Dieses gleiche Geräte gegeneinander spielen lassen wäre vielleicht interessant, wenn die verschiedene Spielstile hätten. Tauscht jetzt weg. Ach ja, Schwarz tauscht weg. Bauer schlägt. Meinetwegen Mephisto Lyon. Aggressiv gegen defensiv. Der hätte das durchaus eine Berechtigung. Ob Mephisto Lyon es schafft, gegen einen anderen Lyon mit defensiv auch gegen aggressiv zu bestehen. Ich weiß nicht, ob das die Kompensation reicht. Jetzt droht wirklich D5. König H8. Das rein theoretisch natürlich, wenn alles vom Brett verschwindet, ist das natürlich Remis. Also ganz ausgeschlossen ist es nicht. Da müssten aber alle Bauern getauscht werden, der Turm müsste getauscht werden, da müssten alle Bauern getauscht werden. Und dann, wenn der Läufer übrig ist, als allerletztes, wenn der Haarbau bleiben würde und Läufer, dann wäre es auch irgendwie wegen dem weißen Eckfeld. Das muss man erstmal schaffen, da müsste erstmal die Bauern verschwinden. D6, C7. B5. D8. Dame E3 vielleicht? Mit der Idee, der droht auf E6 zu schlagen, aber droht das wirklich? Damentausch, Turm schlägt Turm D4, dann C6 mit der Idee, Turm C7 oder erst der Turm C7 erst. Dame C6. Bin ich jetzt mal gespannt. Dame nach G7. Das kostet jetzt schon den nächsten Bau. Turm schlägt E6, das droht schon Turm H6 Schach. Dame schlägt. Okay. Ich hatte jetzt wirklich vermutet, Turm schlägt. Um dann Turm H6 Schach zu drohen. Aber Dame schlägt. Okay. Ich fand Turm schlägt H6 viel besser. Nicht mal ehrlich bin. Obwohl, da kommt der Dame D4, schlägt Schach. Dame D4 schlägt Schach. Dann wäre natürlich noch die Grundreihe schwach gewesen. König A1 tippe ich mal. Und jetzt auch Dame C5 schlägt. Ist das ja Remis, wegen dem Dauerschach. C5 schlägt. Und das Problem ist jetzt, dass H3 auch nicht hilft. Der Läufer überdeckt das Feld hier, also damit der Turm ziehen kann, wegen Grundreinmatz. Ich finde, dass der Modular auch ein schönes Gerät ist. Also von der Optik her hätte ich mir doch damals eher Mephisto Modular geholt. Meinetwegen Modular 4 als ein Nova-Gerät. Die sahen alle durch die Bank aus wie ein Supermondial. Wo der Supermondial auch nicht schlecht aussieht, aber so, das ist eben. Dagegen kann man schon mal eher Blitzpartien spielen. Gegen den Modular. München hingegen.
wäre mir auch ein bisschen sperrig. Ich wüsste gar nicht, wo ich dich hinstellen soll. Erstens wiegt der 5 Kilo oder noch mehr oder was da wiegt. Da muss man erstmal einen Standort für den haben, um den hinzustellen. Und dieses bequem hin und her tragen, weiß nicht. Deswegen der München wäre mir, glaube ich, etwas zu groß. Und das ist doch auch, das ist vollkommen okay, die Größe. Man muss nicht unbedingt Tourneegröße haben. Gefühlt ist das doch Tourneegröße. Dame G5, G7. Wieso schlägt er nicht den Bauern? Ach, wegen Turmschach. Da gewinnt jetzt die Figur zurück. G3. What the heck? Bin ich blind? Warum nicht Turm E7 Schach? König und dann Turm den Bauern schlagen. Ach, es geht grundrein matt. Meine Güte. Deswegen hat der MF5 das ja erstmal zugelassen. Wer spielt der MF4 schwarz? Ach, MF4 spielt der schwarz. Deswegen hat der MF4 das ja auch zugelassen. Was ja gar nicht möglich ist. Das ist natürlich hier total gewonnen. Erstens hat er ins Freibauen und zweitens hat er immer noch die Mehrfigur. Also den Damentausch fand ich doch sehr merkwürdig. Mit Weiß durch den Damentausch in ein total verlorenes Endspiel überzugehen. Man lässt doch die Damen auf dem Brett, um dann zumindest mit der Dame irgendwie noch pfuschen zu können, mit Dauerschachs oder sowas. Damentausch. Das kommt ja eine Aufgabe gleich. Jetzt auch Turm D2 hier. Jetzt kann der König auch nicht mal mitreden. Als nächstes kommt der König ganz bequem in die Mitte. Der C-Bauer wird nach vorne gedrückt und dann. Das ist ja der einfachste Plan der Welt. König F6, E6, D5, D4 meinetwegen noch, C4, C3, König D3, C2. Das ist ja so dermaßen total verloren. Mich wundert, dass der nicht aufgibt. Ich habe letztens habe ich auch gelesen, dieser MM6 habe ich mir mal angesehen, was der so drauf hat. Ein Display der neuesten Generation und was da so stand. Und dann 1 Kilobyte RAM. Also die hätten das ja einen Rückschritt. Die hätten im Wesentlichen 8 Kilobyte RAM lassen können. Aber 1 Kilobyte RAM. Hört jetzt auf Zeitdruck damit, das spielt auch keine Rolle. Oder hier, achso, er will ja den Turmtausch, stimmt ja. Das ist dermaßen total verloren. Das hat er auf Zeit reklamiert. Man kann aber trotzdem weiterspielen. Interessant ist, dass er jetzt erstmal angefangen hat, den Turm nicht auch noch zu tauschen. Das ist ja, eigentlich kann man es aufgeben. Ich gebe Ihnen Schach. Okay, König G7. Aber interessant, hier verliert wieder der MM5 gegen den MM4. Jetzt, wo der MM4 ein bisschen mehr Bedenkzeit hat. Ziehen Sie doch König G7, das ist Remis. Das soll ja auch Geräte geben, da ist das Brett nur drauf lackiert. Und hier ist das wohl so eine Folie. Ich meine, das hatte ich auch damals, wo das nur lackiert war. Da leidet das Brett aber eher darunter.
Oh, H4. Schafft sich jetzt den tödlichen Freibauern. Ist aber ein bisschen zu langsam, der Bauer. Sodass er den nächsten Bauer abkassiert. Turm H5 schlägt. Ich biete Remis, ich habe diesen starken Freibauern. C3. Ja, und jetzt ist endgültig Ende hier. König kommt eh nicht ran. Was will er denn machen? Selbst wenn der Turm auf die C-Linie kommt, da kommt einfach Turm C5 und dann ist gar nichts. Also das ist ja interessant, dass der MM5 bei 10 Minuten gegen ihn verliert. Bei 5 Minuten hat er noch gewonnen, aber auch dieser Figurenansteller. Turm B1 Schach. Da sind so. Achso, er zieht jetzt C2, C1 Dame. Hätte ich nicht gemacht. Also, ich hatte eher vermutet, dass er C2 zieht. Was will er machen? Turm C7 geht ja noch nicht mal. Und wird jetzt fleißig aufgegeben, endlich. König H2. Info A1 minus 9,99 Resignation. Setzt er die plus 9,99 an? Ja, und das müssen wir uns nicht mal geben. Das ist jetzt, er hat aufgegeben. Das war's jetzt. Ja, interessant. Vor allem, dass der sich so einfach hatte Figuren einfangen lassen. Das heißt so. Ja, wie soll ich sagen? Er hat ja nicht erkannt, dass der Springer keine Felder mehr hat. Und dann hat der MM5 tatsächlich gegen den MM4 verloren. Damit bedanke ich mich hier und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.